Hallo und willkommen zurück hier bei meinem Kanal bei Comic. Heute mit folgendem Themenschwerpunkt. Mein Carport steht. Gestern gab es dann nach langer Wartezeit endlich mal wieder Regen. Also ihr seht, alles schön nass und feucht, bei Weitem aber noch nicht genug. Tja, und heute geht es mir einfach um die Thematik, dass dieser Bereich neben meinem Carport, wo ich ja die Stützmauer gesetzt habe, eben noch nicht geschlossen ist. Und hier an diese Stelle werde ich heute Gabion setzen. Habe ich schon vielfach hier bei mir auf dem Grundstück getan, um das Ganze dann einzufrieden bzw. den Hang dann zu stabilisieren, dass mir dann im Laufe der Zeit nicht die ganze Erde wieder zurück in den Carport dringt. Die hierfür passenden Gabionen habe ich auf dem Postweg gestern erhalten. Zwei Stück. In dem Falle eine Höhe von 80 cm bei einer Breite von 1 Meter. Und bei diesen Gabionen ist das Besondere, dass die sowohl oben als auch unten dann offen sind, jeweils als L-Teil gefertigt. Die Verbindung erfolgt dann, ja, wie bei vielen Gabionen, über diese Spiralstangen. Und im Zubehör enthalten sind auch diese Abstandshalter bzw. Abstandspositionierer, dass die Gabionen bei der Befüllung nicht ausbrauchen. Ich werde jetzt zunächst diesen Bereich ausschachten und die Gabionen erstmal grob einsetzen, um die ungefähre Position festzulegen. Der Zusammenbau der Gabionen ist denkbar einfach gelöst. Durch die zwei L-Teile stellt man vom Prinzip erstmal nur so nebeneinander, wie man das Ganze haben möchte. Und beginnt dann diesen Spiraldraht einzufädeln durch Drehbewegung. Meine Empfehlung ist, so weit wie möglich hier oben schon einzuwickeln, dass man wirklich dreimal pro Segment, pro Querteil die Gabione befestigt hat. Die letzten Zentimeter werden dann etwas schwieriger, je nachdem wie das Ganze aufgeht. In meinem Fall passt das ganz gut. Und dann ist die Stabilität bereits gegeben. Im Übrigen kann man die Gabionen auch der Länge nach einkürzen. Diese sind ja nun 1 Meter in der Länge. Und wenn ich merke, ich brauche eben nur 90 cm, kann vom Prinzip her die Gabione einfach hier kürzer gesetzt werden. Die Spirale wird dann zum Beispiel hier entlang gezogen und dieser Bereich kann dann mit einem Bolzenschneider abgetrennt werden. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Und schon habe ich aus dem 1 Meter Länge 90 cm gemacht. Des Weiteren an diesem Modell schön zu sehen, auf der einen Seite ragen jetzt die vertikalen Streben ungefähr 2 cm, 3 cm hinaus. Also man hat einen kleinen Dornkranz auf der Oberseite. Wer das nicht möchte, kann die Gabione natürlich auch andersrum setzen. Hier ist die vertikalen Streben bündig gesetzt. Das ist Geschmackssache. Ich persönlich favoriere diesen Fall. Finde ich schöner. Die beiden Gabionen habe ich jetzt zusammengebaut und schon mal probehalber dahingestellt, wo sie hinkommen sollen. Das heißt, die Längsgabione, die ist jetzt erstmal nur grob angestellt. Die muss natürlich dann noch in Waage ausgerichtet werden. Die Länge passt. Und hier der Abschnitt, wo ich angefangen habe zu graben, also 90 Grad Winkel sollte in etwa passen, könnte noch ein kleines Müh weg und nach hinten stoße ich jetzt fast an, habe aber vorne noch einen kleinen Überstand, das heißt, da muss noch was weg. Ich habe den Graben nun weiter ausgehoben, das sollte vom Platz her ausreichend sein und im Folgenden heißt es jetzt natürlich, die Gabione hier
in der Flucht auszurichten, dann hier den rechten Winkel zu bringen und anschließend werde ich den unteren Bereich einbetonieren, Gabione dabei wirklich ausrichten, die Abstandhalter in die Gabione setzen, das Schutzvlies von hinten anbringen. Doch zunächst werde ich diese beiden Spiralen, die ich jetzt hier eingebracht habe, wieder rausnehmen und eine Spirale durch alle drei Gitter drehen, um auch diese miteinander fest zu verbinden. Hierzu habe ich die beiden Spiralen entfernt und werde die jetzt wieder alle ineinander bringen. Das wird jetzt etwas eng, geht dann auch nicht mehr ganz so leicht einzudrehen. Im Zweifelsfall sollte man dann die Gitter mit einer Zange zusammenpressen, um die Spirale noch durchzubekommen. Die restliche Stabilität kommt dann, wenn die Steine drin sind. Und jetzt habe ich diese beiden Gitter und diese beiden Gitter an diesem Punkt verbunden. Und hier ist im Moment ja noch offen, aber auch hier liegen zwei Drähte direkt aneinander. Da kommt dann die andere Spirale eingedreht. Den mache ich dann nachher hier oben mit der Zange. Jetzt haben wir hier die nötige Stabilität. An der Stelle möchte ich noch einen kleinen Trick verraten, um die Stabilität während des Aufbaus zunächst weiter zu erhöhen. Die endgültige Stabilität kommt ja erst, wenn dann die Steine wirklich verpackt sind in den Gabion. Setze ich an Stellen, die man hinterher halt nicht so deutlich sieht, einfach Kabelbinder. Das sieht man hier und hier und hier unten noch mal ein. Und auch auf der Innenseite hier, sowie an den Randstellen hier. Und wenn ich jetzt einfach mal hier, dann hält das jetzt schon einwandfrei, ohne dass das Ganze einbetoniert ist oder die Befüllung schon vorhanden ist. Idealerweise bringt man das Ganze noch bündig mit der Mauer an, das heißt hier werde ich jetzt noch das Ganze verschrauben im Mauerwerk, dass dann hier auch eine Stabilität geben ist und nicht dieser Bereich weggedrückt wird und die Mauer ist ja doch bewährt bis ins Fundament runter. Und anschließend, wenn ich die Mauer, also die Gabione an der Mauer befestigt habe, ausgerichtet ist sie ja soweit jetzt schon, folgt dann die Betonierung. Die Befestigung selber habe ich jetzt auf teure Spezialbauten und ähnliches verzichtet, sondern einfach Lochband genommen und das dann in der entsprechenden Länge mit einer 8er Dübelschraube einfach zweimal oben und unten in die Mauer rein. Das Ganze ist ausgerichtet, also, und das hält. Der vorletzte Schritt vor dem Betonieren. Die Abstandshalter sind eingebracht. Zum Teil wirken die noch etwas lockerer. Sobald aber die Steine drunne sind, wird das dann schön auseinandergespreizt und hat nochmal enorme Stabilität. Ja, zum Einbetonieren selber. Da ich heute alleine bin, werde ich das nicht filmen können. Ich verwende normalen Betonestrich, den ich trocken aufbringe, das heißt, der Sack wird einfach angeschüttet, wird dann mit Wasser aus dem Gartenschlauch durchnässt und dann mit einem Scholz einfach eingestampft, immer wieder befeuchtet und festgestampft,
und bei der Gelegenheit dann eben auch die Gabione immer wieder ausgerichtet. Der Beton ist eingebracht und festgestampft. Das, was ihr jetzt hier seht, das sind zwei Säcke a 30 Kilo. Ich habe mich jetzt schwerpunktmäßig auf die Ecken beschränkt, da wo die meiste Kraft wirken sollte. Und das Konstrukt an sich, das hält mit den Steintrunnen, ist das richtig, richtig stabil. Und in erster Linie geht es mir darum, dass ich diesen Bereich hier vom Hang runterwärts mit der Erde, die jetzt hier oben noch aufgetürmt ist, einfach anschrägen möchte, dass die Erde noch runter geht. Es wird auch nicht bündig mit diesen werden, sondern auch etwas tiefer sitzen, gegebenenfalls auch bepflanzt werden. Also da ist schon Druck drauf, gerade wenn es regnet, aber nicht so viel, dass ich hier Bodenverankerung, Bewährung oder ähnliches setzen müsste. Und bevor ich diesen Bereich hier hinten jetzt auffülle, muss ich die Rückseite natürlich sichern, durch praktisch, oder dass jetzt kein Schlamm, keine Erde, wenn es regnet, durch die Gabionen, durch die Steine hindurch laufen und auf der anderen Seite dann das Bild kaputt machen. Deswegen werde ich jetzt hier, habe ich mir schon passend geschnitten, Vlies. Das ist jetzt, ja, weiß gar nicht, was das für ein Stoff ist, aber das habe ich schon mehrfach verwendet. Funktioniert ganz gut, richtig gut. Den werde ich jetzt von hinten anbringen. Und zwar unterhalb der Sichtlinie, das heißt wahrscheinlich erst ab dem, wir müssen mal schauen. Und dann fülle ich diesen Bereich nach und nach auf. Und das Vlies hat die Funktion, es hält Dreck und Erde zurück. Aber Wasser und Feuchtigkeit kann hier problemlos durchdringen. Und das heißt, wenn es jetzt stark regnet und dieser Bereich wird jetzt hier durchnässt, geflutet, dann habe ich zum einen meine Drainagerohre ja in meiner Mauer drinne. Und das Wasser, was sich jetzt hier vorne sammelt, kann dann durch dieses Vlies gefiltert einfach vorne aus den Steinen herauslaufen und dann eben meine Einfahrt runterlaufen. Ich habe auch, was die Einbetonierung angeht, hier vorne diesen Bereich freigelassen. Da ist kein Beton drinne, damit das Wasser, was sich gegebenenfalls hier dahinter staut, ich habe ja schweren Lehmboden, da sickert nichts nach unten weg, einfach über diesen Bereich auslaufen kann und hier eben kein hoher Stau entsteht. Befestigung verwende ich Kabelbinder. Das heißt, ich schneide, ich lege das leicht um. Dass der Kabelbinder einen guten Zug hat, schneide dann hier ein kleines Loch rein. Und an der Stelle wird dann der Kabelbinder eingefädelt. Und hier nun das fertige Ergebnis. Das Vlies ist von hinten jetzt befestigt worden. Jetzt werden von vorne nach und nach die Steine eingefüllt. Und sobald die Steine drunter sind, kann ich dann von hinten die Erde auffüllen. Zum Befüllen der Gabionen verwende ich Steine, die ich auf meinem Grundstück, ja, eher zufällig entdeckt habe.
Und zwar sind in unserem Garten, als wir das Grundstück gekauft haben, war hier alles verwildert, verwuchert. Haben wir bei der Rasenanlage bemerkt, dass da ein Weg angelegt war. Auf gut 20 Meter war dieser Weg auf 1 Meter Breite mit diesem kleinen Stein hier gepflastert. Und nach habe ich meine Gabionen, die ich auf dem Grundstück verteilt habe, mit diesen Steinen aufgefüllt. Ich hoffe nur, dass der Restbestand, den ich habe, noch ausreichend ist für diese beiden Körbe. Aber grundsätzlich werde ich die guten Steine jetzt an der Front setzen und natürlich oben drauf. Und hier hinten werde ich jetzt dann doch andere Steine setzen, also die optisch nicht so schick sind. Aber die werden später ja nicht im Blickbereich sein. Geschafft. Deutlich länger als geplant, weil meine Steine doch nicht gereicht haben, musste ich die woanders wieder ausgraben. Aber ich bin fertig, habe jetzt die Sichtzeiten mit diesen kleinen Steinchen komplett verfüllt und hier hinten musste ich jetzt den Kompromiss eingehen. Da sind dann größere Steine drin, aber da die Hanglage ja hier grundsätzlich so bleiben soll, aufgrund der Hecke, die hier wächst, dürften die dann verschwinden. Ein letzter Schritt, bevor ich die Erde hinten anfülle, ist die Reinigung der Steine, weil ich die wirklich teilweise tief aus der Erde jetzt rausgeholt habe. Man sieht es, die sind wirklich dreckig und deswegen mache ich die jetzt noch sauber und dann ist die Gabione fertig und muss nur noch hinterfüllt werden. Eingefüllt, etwas glatt gehakt, noch nicht fertig, aber so gut wie. Und hier nun das fertige Ergebnis. Die ehemals offene Ecke ist nun zu, bietet einen optischen Abschluss, der wasserdurchlässig ist, der das Stauwasser ablaufen lässt und der Hang oberhalb der Mauer kann jetzt, sobald diese Erde dann komplett verteilt und die großen Klumpen zerkleinert wurden, auch bepflanzt werden. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, klickt auf Abo, abonniert meinen Kanal. Über ein Like freue ich mich natürlich auch. Und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Video wieder rein.